So, und herzlich willkommen zu Teil 4 von Tony Hawk's Pro Skater. Und sieh einer an, da ist der Stiffy und ich mag den halt mal so gern, den Trick. Ah, herrlich. Na, aber darum geht's jetzt nicht. Wir sind weiter hier in San Francisco und suchen uns hier ein paar schnieke Aufgaben. Oh, schade. Und da hinten haben wir auch schon weitere. 9 haben wir schon, wenn ich richtig gezählt habe. Und damit haben wir hier noch ein paar. You, wanna compete? First place goes to the skater with the best 2 out of 3 runs. So, und jetzt haben wir genau das, was wir aus den alten Teilen kennen. Eine ganz normale Competition, die über eine Minute geht. Wo wir so gut wie nur möglich sein müssen. Und wir dürfen dabei nicht im ganzen Level herumfahren, wie man hier gerade gesehen hat, die Warnung. Sondern wir dürfen nur in diesem, ja, ich sag mal, frisch aufgebauten Skatepark sein. Und das ist jetzt auch sowas, wie ich mal angesprochen hatte, dass sich die Levels verändern mit der Zeit. Zum Beispiel, wenn wir diese Competition durch haben, dann müsste das hier alles so bleiben, wie es gerade im Moment ist. Oh, nice. Ja, ist ja eigentlich ganz nett aufgebaut hier. Glück gehabt. Komme ich zumindest ganz gut damit klar. Jetzt haben wir noch 100.000. Oder auch nicht. Doch, wir machen das noch die 100.000. Sag ich doch. Und damit sollten wir... Oh, schwach. Nur 96. Boah, was? Reynolds ist besser sogar als ich. Ja, lalalalalala. Sag mal, das habe ich auch noch nicht erlebt. Da muss ich jetzt, mal andere Seiten aufziehen. Das habe ich mir jetzt so ein bisschen leichter vorgestellt. Aber finde ich gut, ich werde gerne etwas herausgefordert. Finde sie eh schon nicht so schwierig. Naja, vielleicht fordern mich die Pro-Ziele am Ende etwas mehr. Hahaha. Boah, das ist schon besser, oder? Rusty Slide. Und wenn das hier keine nicht eine 99er Wertung reicht, dann weiß ich es auch nicht. So. Oh nein. Ah, geil, ich bin noch im Rennen. Ach komm, 200.000 müssen wir jetzt keinen mehr draufsetzen, ne? Hör mal auf. Muss man ja auch nicht übertreiben. Ja, die 99 waren ja wohl klar. Aber wie viel hat Reynolds? Oh, das war schwach dann wohl in der anderen Runde. Und mehr als... Nee, 2x97 reicht dem nicht. Nein, das können wir beenden. Das... Boah, yeah, einer hat mir 5 und 9. Yeah, 5. Komm. Na also, Goldmedaille. Ah, und wie ich sehe, ist das Skatepark doch verschwunden. Naja, gut. Dann halt nicht. Ist ja nicht so wichtig. Yo, Rodney, Chad Muska, was geht ab? Yo, you think you can beat my best 3 combos in a row? Man, you can't even front on that one, kid. Best go home to preschool. Nein, wir waren schon im College. Wir gehen da nicht nochmal hin. Und 4000 in einer Combo? Come on. Oh, jetzt sind sogar schon 5000. Okay, Chad wird besser. Aber ich dummerweise auch. Hahaha. Und jetzt 6000. Naja, ich habe schon Schwierigeres erlebt. Natürlich stürzen wir nicht. Schaffen es. Perfect Landing sogar. Ist auch relativ neu, dass man jetzt schlampig und perfekt landen kann. Das gibt dann jeweils nochmal Bonuspunkte oder sogar Abzüge. Und da oben war einer. Da fahren wir doch jetzt mal gleich mal hin. Schönen guten Tag, Eric. Hey, you see these cones I put down here? I want to see if you can do a manual all the way from the first set to the second set. Ja, dann machen wir doch mal ein Menü. Warst du schon? Nee, dann muss man. Tja, für mich als Manual-König natürlich gar kein Problem. Mann, Eric, siehst du hässlich aus. Nichts für ungut. Und zack. Runter.
lösen wir mal schnell die Alarmanlage aus und fahren da hinten hin, um uns die nächste Aufgabe abzuholen. Und seht ihr hier meine Ellenbogen? Die sind schon völlig blutig vom Stürzen. Und da ist wieder Eric. See this plywood roller coaster I set up? Ah, okay. Okay, I want to see you manual clear the gap back to manual all in one combo. Yep. Nochmal. Ups. Ah, da habe ich vergessen zu springen. Ups, das ist jetzt doch schon etwas schwieriger. Tja, da habe ich wohl leider vergessen zu manual. Ne, es ist also aus dem Fahren und aus dem Springen gar nicht so einfach. Das stimmt allerdings wirklich. So, jetzt hat er aber. What? That switch or regular? What'd you do? What? Ja, da kannst du. Ja, genau, gib mal hier für mich. So, da habe ich doch gerade gesehen, dass hinten. Ach, das ist dieser blöde Fahrradscheiß. Dafür wollte ich eigentlich nochmal einen Statpunkt in Tempo verteilen. Das heißt, ich werde erst nochmal hier eine andere Aufgabe machen. Wo sind die denn alle? Viel dürfte eh nicht mehr sein, aber nicht da hinten mit am Pier noch irgendeiner? Ah, genau. Ja, dann müssen wir hier in einem Grind die ganzen Vögel wegmachen. Und wow! What? My partner's in trouble. Somebody's got to help him. Don't just stand there. Do something. So, und jetzt, bevor er gefressen wird, müssen wir hier an diesen Ding grinden, damit die Kugel sich löst und gegen den Hai. Ja, schaffst du es. Ich schaff's. Bam. Instant Death. Sehr geil. Und da ist ja nochmal Chad Baska. Hey, what's up? You think you got mad flip tricks? Well, let's see if you can flip in or flip out on this ledge right here in EMB, man. Classic skate spot. Ah ja, und jetzt sind das hier die Aufgaben. Man muss jetzt quasi während dem Grind muss man Flips machen. Finde ich eine sehr geile Aufgabe. Also es ist wieder so eine Aufgabe, wo immer ein was reingerufen wird. Und da warte ich jetzt nämlich nicht, bis alle da stehen, sondern das schon mal ein bisschen früher, weil es ein bisschen fordernder ist, aber halt nur ein bisschen. Ja, verzieh dich. Keine Metzi mehr. Naja. Okay, das habe ich mir dann doch etwas schwieriger vorgestellt. Aber immerhin eine abwechslungsreiche und doch coole Aufgabe. Wieder mal Geld. Und jetzt müssten wir eigentlich auch schon fast fertig sein mit dem Level. Was haben wir denn? Oh, wir haben tatsächlich nur noch die eine Aufgabe. Dann mache ich jetzt erstmal ganz schnell anders. Dann werde ich jetzt mal meine Stats schnell verteilen. Und Speed. Genau die zwei Punkte. Na, Astralen. Weil das Speed werde ich jetzt wirklich dringend brauchen. Ein Geldschein. Let's see if you can match my blinding speed. We'll race down to the Slam Brothers warehouse and back. You better skip cars or you'll never keep up. Ja, das stimmt, weil ich meine, als mit dem Skateboard hast du immer schlecht Chancen gegen ein Fahrrad. Also hängen wir uns hier an dieses neue Feature dran. Nämlich schön ans Auto. Kommen hier zu dem Punkt. Und haben dann eigentlich genug Speed, um da völlig easy wieder zurückzufahren. So. Absolut kein Problem. So ist es. Und damit haben wir auch alle Goals schon in San Francisco erledigt. Und wir werden, weiß nicht, soll ich das eine Minispiel jetzt noch zeigen? Ach komm, wir haben noch ein bisschen Zeit und das ist ein Let's Play. Vielleicht euch zeigen wollen, was es hier alles gibt. Dann gucken wir uns doch das eine Let's Play noch eben an. Das ist nämlich genau hier. Das schaffe ich wahrscheinlich eh nicht.
Ups, da habe ich mich verklickt. Sorry. Ja, man muss eben, das habe ich ja schon mal erwähnt, einen Seehund vor einem Hai retten. Und man muss ganz schnell auf X quasi drücken. Und das über eine verdammt lange Zeit. Und dieser Hai ist brutalst schnell. Mal gucken, ob ich das durchhalte, weil... Oh, das war jetzt einfach. Okay. Das war dann wohl als kleiner Junge für mich deutlich schwieriger. Passiert. Wir wechseln das Level und wir gehen jetzt nach Alcatraz. Ins böse, böse Gefängnis. Und jetzt werde ich wahrscheinlich wieder 3 Stunden lang warten müssen. Scheiß Ladezeiten. Macht nichts. Na, ich glaube, es geht ja ein bisschen schneller als vorhin. Dabei ist das Level deutlich komplizierter und verzwickter und hier gibt es ganz viele Möglichkeiten und freue mich drauf. Alcatraz ist ein sehr geil gemachtes Level. Zum Fahren, sowie als auch von den Aufgaben her. Da gibt es zumindest eine Aufgabe, mit der ich früher sehr viel Probleme hatte. Mal sehen, wie das heute ist. Aber das werden wir gleich sehen. Und da fangen wir auch schon an. Well, you ready to take the tour? Air Ranger Bob thinks he's faster than me. Well, since you have your own wheels, you can sketch on my card and we'll do the 1-minute tour. That'll show him. Okay, quick, grab onto the back. Hold. Good work. Now hold on. First off, I'd like to point out that I hate Ranger Bob. I think he's evil. That being said, in 1775, Alcatraz was originally named Los Islas. Wie ich das hier richtig verstehe, muss ich einfach nur... Was muss ich jetzt machen? Ach. Mein Gott, ich dachte mir... Oh, scheiße. Ich dachte, wir müssten jetzt hier einfach nur skitchen, aber ich muss ja dann zwischenzeitlich auch noch Aufgaben erfüllen. So, was jetzt? Und die Barrels fischen. Oh, das sind ja anspruchsvolle Aufgaben. Das überfordert mich ja voll. Oh my good lord, Ranger Bob has gone and amassed an army of hypnotized tourists. Stop his evil plotter, we'll surely lose this island. Knock him off that ledge! Heh. Ach schon, hab doch gemacht. Er hat nachher für uns eine sehr geile Aufgabe. Eine meiner Lieblingsaufgaben im gesamten Spiel. Die werde ich euch dann nachher noch zeigen. Ach, warum nicht gleich? Okay, here's the idea. I could set up a ramp over there, and if you skitched on my tram, I bet you could clear both those restrooms all the way to that parade ground bank. Das ist jetzt sehr geil. Pass auf. Nein, nein, nein. Und. Holy shit. Sehr geil. Das finde ich einfach nur ein geil, wenn man tausende von Metern hochspringt. Und jetzt noch in die Weite. Schade, habe ich gar nicht geschafft. Fail, ich will nochmal hochspringen. Das finde ich so geil. Oh, da macht er den 900. Nein, holy shit, er macht den. Oh Gott, er macht. Das kann man gar nicht aufspringen. Doch, kann man schon, aber muss jetzt nicht sein. Ach, scheiße, falsch. Nein, andere Seite. Ah, jetzt geht mir die Zeit aus. Da, also da. 1440 war das, ey. Leck mich am Arsch. So, jetzt hat er aber. Nice work, my friend. Geil. Ach, die macht einfach nur Spaß, die Aufgabe. So, können wir noch eine Aufgabe machen, bevor wir hier zum Ende des Videos kommen? Weil hier geht ein Fix. Ach, die Elisa. Naja, das können wir ja nun wirklich noch ganz schnell machen. Ist ja auch hier wieder eine mehr als einfache Aufgabe. Wenn wir hier schon in so einer schönen Halfpipe sind. Immer noch mal schnell Backflip, den ich mit ihr immer so gern gemacht habe. Killer, finde ich auch. Danke, danke, danke. So, jetzt verteilen wir auch gleich noch einen. So. Und... damit kommen wir zum Ende des Videos und wir sehen uns dann, wow, Hilfe, bei Folge 5 wieder. Macht's gut.